Und damit herzlich willkommen zu mein Reingeschaut in Atlas Fawn. Deutsches Spiel, kommt aus Frankfurt, Deck 13. Bekannt wurden sie durch The Search 1 und 2. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen hier auf Twitch, live, auf meinem Kanal. Natürlich auch schön, dass du eingeschaltet hast hier auf YouTube. Denn natürlich werden auch alle meine Streams auf YouTube hochgeladen. Und ja, heute ist Release-Tag zu Atlas Fawn. Ist diesmal kein Souls-like von Deck 13, sondern mehr so ein Open-World-Adventure-Game, was man auch im Koop spielen kann. Und ich werde es jetzt erstmal alleine spielen, mit euch zusammen, wenn ihr wollt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Denn Deutschland hat ja jetzt nicht so den perfektesten Ruf, was Videospiele angeht. Und wer weiß, vielleicht ist das Spiel ja die totale Offenbarung. Und schauen wir es uns mal an. Atlas Fawn für die PS5. Let's go. Bin echt gespannt. Ich habe große Hoffnungen in das Spiel. Vielleicht ist ja doch mal was ganz Besonderes. Schauen wir mal. So, hier läuft alles. Ton läuft, Aufnahme läuft, alles klar. Let's go. Dieses Spiel beinhaltet Explosionen und andere. Ja, okay. Oh. So geht's. Erstmal gucken wir uns mal die Optionen an, ne? Bitte akzeptiere, ja. Ja. Wir wollen ein neues Spiel. Erstmal will ich bei den Einstellungen gucken. Das war zu weit runter. Nein. Einstellung, danke. Gameplay hat. Okay. Anzeige Grafik. Wir bleiben auf Leistung. Schärfe hoch. So weit runter? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Intro. Falls es eins gibt. Und da werde ich mich erstmal unsichtbar machen, ne? Dann bis gleich. Achso, Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, wir bleiben auf normal. Let's go. Die Essenz, auch in ihrer kleinsten Form, enthält die Ewigkeit. Jedes Korn von ihr ist angefüllt mit Leben. Essenz ist nicht für die Sterblichen bestimmt, sondern allein für Telos. Die Gottheit, welche nach Essenz verlangt. Also gehorchen wir, schon für Jahrhunderte, indem wir Telos unser Dasein widmen, indem wir unser Haupt beugen. Doch ich werde mich nicht länger beugen. An dem Tag, als ich das Licht verdunkelte, setzte ich etwas in Bewegung. Ich wusste, es würde zu Kämpfen führen. Ich wusste, dass der Tod einziehen würde. Die Phantome, von der verdunkelten Sonne in Rage gebracht, würden Unschuldige töten, aber ich ging dieses Risiko ein. Es war ein Glücksspiel mit einem hohen Preis. In der Hoffnung, dass es erwachen wird. Bin ich? Was ist das?
auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Oh, sieht das gut aus. Zum Wächterwechsel. Hochsehen. Okay. Kamera invertieren. Nee. Ich habe ja auch hier einen neuen Monitor und das bockt. Wechsel springen. Fähiges Angreifen. Nebenangriff, ausweichen. Der Dreieck ist eher für die Ferne. Okay. Ich bin nicht alleine. Ich kann dich hören. Hallo? Drei Spinden. Ja, drei ist ein bisschen, okay. Keine Angst, es bleibt nicht so von der Optik her. Es wird noch sehr sandiger. Kommt hier den Ton wieder an, ja, hab ich. Ja, ich guck lieber nach, ob ich immer den Ton habe oder eher wieder mal vergessen habe. Aber alles gut. Ich kann dich hören. Wo bist du? Gut, erst auf uns. Hier noch nicht geht. Aber springen kann man aber auch gut ausweichen. Sie versuchen, mich hier zu halten. Später. Mich hier zu halten. Moment. Jet? Das kommt mir vertraut vor. Ich war schon einmal hier. Alles wiederholt sich. Charakterstellung. Na, wir können aussuchen, ob wir Mann oder Frau spielen wollen. Ja. Boah. Ich werde mal mit Mann spielen, oder? Ja, komm. Machen wir mal ihn hier. Stimme. Die Königin? Wissen für die Welt wird sich verändern. Okay, auf die eine oder andere Weise. Wir erstmal Charakter kreieren, ne? Wie lange das reingeschaut geht übrigens, das kann ich noch nicht sagen, aber es wird eine Weile gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir Helm oder sowas kriegen. Ich nehme mal das. Bart. Haarfarbe. Haare sind jetzt nicht so Premium. Alles sieht so alt aus.
nehmen wir mal ihn hier. Haare. Aber er sieht auch nicht wirklich schlimmer aus. Alles nicht so optimal, finde ich. Bleiben wir doch bei dem. Machen die hier. Gehen auf schwarz. Machen das. Oh. Hautfarbe ist okay. Gesichtsform ist mir eigentlich total egal. Augenform. So. Ich hätte gerne blaue Augen. Danke. Gesichtsmerkmale. Kleidungsfarbe. Da ich blaue Augen habe, bleiben wir bei deutsche Sprache, schwere Sprache. Da ich blaue Augen habe, bleiben wir bei blau. So. Charakter bestätigen. Wollen wir. Let's go. Der reisende Händler bietet häufig, ey, du kannst eine Wächterzone entkommen, indem du mit Ausführungssturms rennst. Aha. Oh, jetzt. Ich darf dich nicht verlieren. Nicht jetzt. Die Phantome kommen. Bitte, wach auf. Der Sonne sei Dank. Komm, hoch mit dir. Wir müssen weiter. Fenderin, was ist passiert? Die Karawane wurde von Phantomen angegriffen. Ich habe nach Überlebenden gesucht, aber nur dich gefunden. Du bist für mich zurückgekommen? Ich war in diesem Traum. Wir sind hier draußen ungeschützt. Wir müssen sofort zurück ins Lager. Wir haben es geschafft. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Ich bin eine Fährtenleserin und damit vertraut, verlorene Leute zu finden. Du bist immer da, wenn wir dich brauchen. Aber warum ist das alles passiert? Diese Route war doch bisher immer sicher. Wir haben nicht die übliche Route genommen. Die Königin hat unseren Kurs im letzten Moment geändert. Die Königin? Warum sollte sie sich für eine Karawane interessieren? Ich weiß es nicht. Das ist noch nie passiert. Dieses Land, es ist verflucht. Die Phantome sind überall. Aber die Wachen, sie hätten uns beschützen müssen. Psst, da kommt einer. Hey, Namenloser, nicht faulenzen. Zurück an die Arbeit. Oh, meinst du eine Auswahlmöglichkeit? Wir haben beinahe gestorben. Wir haben gerade so den Sturm überlebt. Wir müssen uns kurz ausruhen. Der Sturm ist da draußen. Ich bin hier. Beweg dich, oder ich werfe dich den Phantom zum Fraß vor. Die Worte eines Namenlosen bedeuten so jemandem gar nichts. Geh, ich komme schon zurecht. Wie sie schon mit uns sprechen. Diese Sonnenfinsternis ist ein schlechtes Omen. Die Wachen sind nervös. Provoziere sie nicht. Ich werde vorsichtig sein, aber haben Sie uns da draußen einfach unserem Schicksal überlassen? Sie sind geflohen, ohne auch nur einen einzigen Gedanken an uns zu verschwenden. Was konnten wir schon erwarten? Rede mit den anderen. Wir müssen zusammenhalten. Halte durch, sonst sterben wir hier noch. Wir sind stark. Ich weiß es. Gemeinsam. Sprich mit Aufseher, Schmied und Hirte. Wie fühlst du dich, Herr? Kann ja in Option gehen? Nein. Wie fühlst du dich? Hast du dich nach dem Sturm gut erholt? Geht es dir besser? Ich werde alt. Vor ein paar Jahren. Ach, ich schwätze zu viel. Ich werde es überleben. Bist du verletzt? Brauchst du einen Heiler? Ach, mach dir keine Sorgen um mich. Allerdings könnte ich einen ganzen Elch verspeisen. Sag nichts weiter. Ich besorg dir was zu essen. Könnt ihr das lesen? Na, jetzt gerade nicht da.
Mich hätte es auch gewundert, wenn das Spiel keine deutsche Synchro hätte. Denn immerhin kommt das Spiel aus Deutschland und es wäre recht witzig gewesen. Du meinst, die Königin hat unsere Route geändert? Du hast die Königin erwähnt, dass sie unsere Route geändert hat. Ich habe die Wachen belauscht. Ich weiß allerdings nicht, warum sich die tausendjährige Königin für unsere kleine Karawane interessieren sollte. Aber dass sie sich persönlich einmischt, tja, da braut sich was zusammen, Kindchen. Hast du sie schon einmal gesehen? Ich habe natürlich schon von der Königin gehört, aber ich habe sie noch nie persönlich gesehen. Du etwa? Das habe ich. Ein einziges Mal. Und ich würde lieber nicht darüber reden. Sie ist ein Ungeheuer. Obwohl sie seit Jahrhunderten lebt, hat sie sich nie für die Menschen eingesetzt. Sie dient nur Telos. Und Telos bedarf an Essenz. Ich verstehe. Wir haben so viele verloren. Und die anderen sind verängstigt und allein. Finde Aufseher, Schmied und Hirte. Wir sollten das gemeinsam besprechen. Okay, gehen wir mal. Ich komme bald wieder. Da oben haben wir auch einen Kompass. Mehrspielermodus. Allein ist es gefährlich. Es gibt jetzt einen Mehrspielermodus. Du kannst über das Mehrspielerfenstermenü Freunde zum Spiel einladen. Drücke, um das Menü zu öffnen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch jemand aus meinen Freunden hat. Können wir kurz gucken. Mehrspieler. Host. Es lädt. Okay, wie geht's weiter? Hallo? Ah, Server halt überlastet oder wie? Es geht hier gerade nicht weiter. Abgeschmiert sind wir nicht. Oder? Hallo? Es passiert gerade nichts mehr. Kann ich euch übrigens auch empfehlen, nur so als kleiner Tipp. Grandioses Spiel. Vor allen Dingen im Koop. Wollte ich eigentlich auch noch ein Einblickvideo machen, aber ja, nicht dazu gekommen. So, ah, jetzt seht ihr was. Ja. Okay. Gut. Erhalte Quest verbergen. Verbergen. Okay. Dann suchen wir mal die Leute auf. Wie viele haben es am Ende geschafft? Nicht einmal die Hälfte. Die Wachen haben uns Namenlose zum Sterben zurückgelassen. Die Sonne hat sich mitten am Tag verdunkelt. Bericht folgendes Angriffs. Hat Telos das getan? Tribute. Das scheint die Währung zu sein. Hörte. An die Arbeit, bevor die Wachen uns beim Herumlungern sehen. Ist das passiert? Was? Nein, ich... Die Wachen sind... Sie sind bösartig. Ich will nicht... Ich will nicht rausgeworfen werden. Bist du verletzt? Ich? Nein. Zumindest noch nicht. Aber Weberin, sie haben sie einfach dort zurückgelassen. Im Sand. Sie war am Leben. Ich hörte ihre Stimme. Das dachte ich zumindest. Finderin und ich haben überlegt, dass wir uns am Feuer treffen sollten. Nur um mit allen darüber zu reden, was passiert ist. Gemeinsam. Nein, auf keinen Fall. Sie werden euch alle rausschmeißen. Ich sollte nicht mal mit ihr sprechen. Vielleicht. Aber was ist die Alternative? Wir müssen zusammenhalten. Oder wir werden hier alle sterben. Ich... Okay. Okay, ich komme. Ich wollte nur... Danke. Solange ich nicht reden muss. Die Erinnerungen sind noch zu frisch. Ja, die deutsche Synchro ist okay. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber ist okay. Hey,
Ihr zwei, beeilt euch! Aber wir sind erschöpft und haben noch nichts zu essen bekommen. Ja. Gibt's noch was gemeinsam? Wenn ihr noch reden könnt, der Sand beobachtet uns. Der Sturm verhöhnt uns. Da. Ha. Ich bin mit all dem nicht einverstanden. Aber ich fürchte, ich kann dir nichts zu essen geben. Die anderen Wachen würden das niemals durchgehen lassen. Okay. Jetzt ist hier immer noch ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Diese verdammten Wachen! Hast du gesehen, wie sie uns behandeln? Sie sehen uns nicht mal an, wenn sie unseren Tod befehlen. Diese verdammten Schweine! Bleib ruhig, Freund. Zieh bloß nicht Morats Aufmerksamkeit auf dich. Lass ihn nur kommen. Er ist das fetteste Schwein von allen. Er ist ein verdammter Mörder. Ich will uns allen helfen. Aber wir können die Dinge nicht ändern, wenn wir tot sind. Na gut. Entschuldigung. Ich habe nun mal da draußen jemanden verloren. Und zwar ihretwegen. Finderin will, dass wir zusammenkommen und darüber reden, was passiert ist. Darüber, was wir tun sollten. Genau. Wir sollten attackieren und die Initiative ergreifen. Ich will keine Leute mehr verlieren. Wir sind müde, total erschöpft. Wir müssen zusammenhalten. Ja, gemeinsam sind wir stark. Gut. Ich komme zum Lagerfeuer. Sag mir einfach Bescheid. Also dann am Lagerfeuer. Wir werden warten. So, Nummer 2. Liegt hier noch irgendwas? Bleib sofort stehen! Ah, okay. Drüben liegt noch was. Wenn ich in der Lage wäre, Beschwerden zu kochen, würde niemand mehr hungern. Tribute. Mehr sehe ich jetzt hier auf Anhieb erstmal nicht. Sieht so aus, als wärst du fertig mit der Zubereitung. Das entscheide ich selbst. Was willst du? Kann ich eine Portion haben? Es ist kaum genießbar, aber ich habe genutzt, was da ist. Du musst es allerdings mit jemandem teilen. Es ist immer noch ein langer Weg in die Hauptstadt. Finderin kann alles haben. Sie muss sich erholen. Danke. Aufseher, Schmied und Hörte. Wo ist der Aufseher? Der Sand beobachtet uns. Aber hier geht kein... Oh. Ist der Zorn von Telos auf das? Uns gerichtet? Haben wir ihnen Unrecht getan? Ah, da komme ich noch nicht hin, oder? Es sieht nicht so aus. Naja. Er ist Aufseher. Boah, bleib zurück. Die Phantome schlagen auf dieses Ding ein, als ob es keinen Morgen gäbe. Gut. Vielleicht gibt es das auch nicht. Wir wurden im Chaos zurückgelassen. Was ist passiert? Hauptmann Morat rannte sofort davon. Er befahl seiner Kutsche, sich so schnell wie möglich von den Phantomen zu entfernen. Ich habe ihn seitdem nur einmal gesehen. Als er... Erbauer in den Sturm trieb. Erbauer ist... Ist er tot? Er murmelte etwas zu einem von Morats Lieblingen. Irgendetwas über Schuhe. Und dann war Morat plötzlich da. Er hat Erbauer selbst hinausgeworfen. Diese Schreie. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen besprechen, was wir jetzt tun. Wir können das nicht durchgehen lassen. Wir sind Namenlose. Was haben wir schon zu erwarten? Sie brauchen uns lebend, damit die Karawane weiterziehen kann. Das müssen wir ihnen klar machen. Vielleicht. Aber was nützt eine Besprechung? Sie haben Schwerter, mein Freund. Wir haben nicht einmal Rüstungen. Es muss ja nicht in einem Kampf enden. Erstmal sollten wir uns versammeln. Da hast du recht. Ich werde zum Lagerfeuer kommen. Gut. Danke, Bruder. In der Zwischenzeit müssen wir uns um die Phantome kümmern. Sprich mit der Finderin. Liegt ja auch noch mal. Ich war überrascht, als unsere Karawane die Route änderte. Und noch mehr, als ich hörte, dass dies ein Befehl der Königin war. Ich habe versucht, sie davor zu warnen, dass uns das in das verfluchte Gebiet führen würde. Dann erhob sich der Sturm. Wir hatten keine Chance. Die Wachen flohen.
Sie sorgten sich nur um ihr eigenes Leben und ließen uns Namenlose zum Sterben zurück. Jetzt sind wir verloren. Die Nerven liegen blank. Keiner von uns Namenlosen traut sich, für sich selbst einzustehen. Noch nicht. Aber Morat muss wissen, dass er sich um uns kümmern sollte. Sonst werden alle hier sterben. Interessant, ich hebe ein Blatt Papier auf und es ist ein Audiolog. Okay, warum nicht? Finderin, ich habe nach den anderen gesehen. Sie werden kommen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt haben. Gut, wir werden warten, bis alle da sind. Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Hier, der Koch war der Meinung, dass es essbar ist. Er hat sicher sein Bestes gegeben. Ich danke dir dafür. Ruh dich etwas aus. Wir brauchen dich noch. Ich hoffe, sie brauchen nicht zu lange. Freunde, danke, dass ihr gekommen seid. Es sieht nicht gut für uns aus. Wir haben viele Freunde verloren. Die Wachen sind für uns genauso gefährlich wie der Sturm. Wir müssen handeln. Was können wir schon tun? Sie sind Wachen. Soldaten. Wir sind hier gegenüber einer Überzahl. Ja. Seht doch, wie viele wir sind. Wir können abhauen und uns allein durchschlagen. Oder wir bleiben und verlangen Schutz. Ich habe schon zu viel verloren. Wir sollten kämpfen. Wir sind mehr. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Es ist besser, als da draußen zu sterben. Wir könnten gewinnen, aber der Preis... Wenn wir kämpfen, könnten wir gewinnen. Aber der Preis wäre sehr hoch. Deshalb sage ich, dass wir unsere Forderungen dem wahren Schuldigen vortragen. Morat. Ja, genau. Wir haben keine andere Wahl, Brüder und Schwestern. Verzweifelte Zeiten verlangen... Nun ja... Morat, er kann der Gerechtigkeit nicht entkommen. Er ist ein Mörder. Die Wachen wollen auch, dass er verschwindet. Echt? Selbst die Wachen wären froh, wenn er nicht mehr da wäre. Aber lasst uns nicht voreilig handeln. Was auch immer passiert, das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten und in Sicherheit bleiben. Nur so wird Morat fallen. Wenn wir uns also einig sind, lasst uns die Nacht überstehen und handeln, wenn wir ausgeruht sind. Ja, gemeinsam. 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 Gut. Gehen wir wieder an die Arbeit. Ah, das wird Morat sein. Du, was machen diese Arbeiter? Ich weiß es nicht. Natürlich weißt du es nicht. Hauptmann Morat, ich... Schweig! Ich gehe selbst nachsehen. Hauptmann Morat, möge die Sonne euren Weg erleuchten. Kann ich... Nein. Zurück an die Arbeit, ihr alle. Sofort. Telos sieht zu. Seht ihr nicht, in welchen Schwierigkeiten wir stecken? Und ihr sitzt nur rum und tut nichts? Wir unterhalten uns nur. Das ist nicht verboten. Auch nicht für uns Namenlose. Du wagst. Wie kannst du es wagen? Es ist wichtig, dass ihr uns zuhört. Sonst werden wir noch alle sterben. In der Einöde habt ihr uns im Stich gelassen. Unsere Freunde. Und jetzt treibt ihr uns in die Erschöpfung. Wähle deine nächsten Worte sehr sorgfältig. Ich habe schon Namenlose für viel weniger erledigt. Angst. Ich glaube, es ist eh egal, was ich wähle. Oh, das. Die Phantome reißen uns alle in Stücke, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Aber wir werden nicht für euch sterben. Ihr denkt alle, das sei ganz einfach, oder? Das ist typisch.
Sei vorsichtig. Was ist das Problem mit Leuten wie dir? Nur angefüllt mit blankem Selbsterhaltungstrieb. Ich habe das auch nicht gewollt. Telos hat uns herausgefordert, in diesem Sturm zu überleben. Unsere Gottheit beobachtet uns. Und diese Farce bringt uns alle in Gefahr. Du, Redelsführer, du wagst es, mir zu widersprechen? Dann bist du perfekt für eine Aufgabe, die ich im Sinn habe. Hauptmann, ihr müsst uns zuhören. Schweig! Einer von euch hat mir etwas gestohlen und ist in die Wüste geflohen. Finde es und wir werden uns einig. Vielleicht. Da draußen wartet nur der Tod. Tu es nicht. Ich habe keine Wahl. Es gibt ja keinen anderen Ausweg. Also gut. Ich werde es tun. Finde den Dieb. Komm nicht zurück, bevor du den Dieb gefunden hast. Bin wieder da. Ich sehe den Dieb nicht bei dir. Was willst du? Wo ist er hin? Das musst du herausfinden. Verschwinde. Ey, da stand der Weg da und ich verschwinde. Oh, da liegt was. Da gibt es anscheinend viel zu lesen, ne? Bericht für den Namenlosen. Oh. Was ist das? Material Flammenblätter. Ist jemand. Und da ist noch etwas anderes. Ach, bitte sei kein Phantom. Doch. Nochmal Flammenblätter. Das ist ja auf dem Boden eigentlich. Ha. Finde mich im Sand. Was ist das für eine Stimme? Kann ich hier runter, ohne mich zu verletzen? Ja. Hier. Ich bin hier. Was ist das? Näher. Ja, ich spüre dich. Noch näher. Etwas. Nein, was? Nein. Endlich. Ich kann wieder sehen. Warte, wer bist du? Keine wo Zeit. Wo bist du? Ein Phantom! Nein, nein, nein! Konzentriere dich. Nutze meine Kraft. Ich werde dir helfen. Aua! Hab keine Angst. Nutze den Gauntlet. Oh, ich kann aber nur Viereck, kein Dreieck. Passiert. Mein Körper hat sich von allein bewegt. Und diese Waffen. Siehst du? Gemeinsam sind wir stark. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wo habe ich das schon mal gesehen? Allerdings war es da kein Handschuh, sondern ein Armreif. Forspoken? Aber nee, das Spiel war ja schon lange in Entwicklung, bevor Forspoken überhaupt angekündigt wurde. Also, ich will denen jetzt nicht vorwerfen, dass sie sich das geklaut haben. Aber... krasser Zufall. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin... warte. Wer bin ich? Ich bin... Nayal. Aber... ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ein Phantom besiegt. Aber wie? Wir haben das Phantom besiegt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals wieder jemand meine Stimme hören würde. Gut, also lass uns zuerst einen sicheren Ort finden. Ich glaube, ich muss mich kurz sammeln. Also, da wollte ich hinsetzen hier. Essenzstaub, du hast gerade Essenzstaub erhalten. Essenzstaub erhältst du durch das Besiegen. Ich war noch nicht fertig. Gegnern, ja.
So. Wir müssen da lang. Aber die Dreieckfähigkeit kann ich hier nicht benutzen. Warte mal, gibt's noch was zu sammeln? Das scheint der Tod zu sein. Nee. Doppelsprung können wir auch nicht. Momentum. Du generierst Momentum, indem du Gegner triffst und besiegst. Je mehr Momentum du hast, desto mehr Schaden verursachst. Verursachst und erleidest du. Okay. Momentum ist nicht permanent. Wenn du keine Gegner triffst, Mensch, verschwindet dein Momentum nach einer Weile. Okay. Gauntlet ruft den Sand. Spüre ihn um dich herum. Spüre das wachsende Momentum. Ausweichen geht gut. Aufsteigen. Wenn du genug Momentum generierst, werden deine Waffen größer und stärker. Außerdem ändern sich deine Fertigkeiten. Diese Veränderung wird Aufsteigen genannt. Wenn du das Momentum beibehältst, wächst die Kraft des Gauntlets. Sei vorsichtig. Momentum kann dir auch knicken. Phantome werden stärker, je mehr Energie es hat. Gauntlet ist etwas befestigt. Es ist ein Amulett. Du kannst es benutzen, um deine Wunden zu heilen. Reicht? Wie denn? Das Amulett. Drücke L2 und X, um dich mit deinem Amulett zu heilen. Dadurch wird eine seiner Aufladung verbraucht. Was ich ein bisschen schade finde, irgendwie kriegt man kein Zeichen, dass man von außerhalb des Bildschirmsrand angegriffen wird. Die Energie deines Amuletts wird wiederhergestellt, wenn du deine Gegner triffst. Sobald genug Energie wiederhergestellt ist, erhält er eine seiner Aufladungen zurück. Okay. Okay. Verstehe. Danke, dass du mir vertraust. Ich bin schon gefangen seit... Ich kann nicht sagen, wie lange. Vertrauen? Noch nicht ganz. Aber wenn wir Menschen vor den Phantomen beschützen können, ist das ein guter Anfang. Bist du allein unterwegs? Ich gehöre zu einer Karawane. Wir wurden von Phantomen angegriffen und haben uns in der Nähe niedergelassen. Was ist dieser Gauntlet? Was macht er hier draußen? Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber... Ich weiß, dass der Gauntlet unvollständig ist. Er hat nur einen Bruchteil seiner Kraft. Ich verstehe. Wir sollten aus dieser Grube verschwinden. Ich kann dir jetzt helfen. Denke ich. Erklimme die Felswand. Jetzt kann ich Doppelsprung, okay. Warte, gibt's noch irgendwas? Meinen Freunden helfen. Ich kann allen helfen. Aber zuerst brauche ich diesen Dieb. Aber genau genommen solltest du dich zuerst um die Phantome. Aber. Wiesenkinf. Ne, Wiesen, ja. Irgendwie sowas. Da liegt hier überall irgendwas. Das Geld. Da müssen wir lang, aber ich will mal hier gucken.
weiter sein können. Na, so holen wir den Dieb. Dort habe ich vorhin den Dieb gesehen. Suchst du nach jemandem? Das ist eine lange Geschichte. Kämpfen macht Laune. Definitiv. Sollte ich nicht runter? Schön alles einsammeln. Weiß ich, was man das braucht? Da ist der Dieb. Du hast diese Monster besiegt. Aber wie? Um ehrlich zu sein, bin ich selbst noch dabei, das rauszufinden. Hast du gedacht, du könntest in der Wüste überleben? War das dein Plan? Ich wollte einfach meine Chance nutzen. Egal wohin, Hauptsache weg von Morat. Aber gemeinsam sind wir stärker. Wir könnten jemanden wie dich gebrauchen. Ich weiß nicht so recht. Ich bin gekommen, um zu holen, was du Morat gestohlen hast. Du hast dein Leben dafür riskiert? Nicht dafür. Für meine Freunde. Gib mir das Ding. Ich kann mit Morat reden. Wir werden eine Lösung finden. Irgendwie. Ich kann nicht zurückgehen. Er wird mich töten, aber nimm das verdammte Ding. Es nützt mir nichts mehr. Danke. Warte hier. Ich komme zurück. Pass auf dich auf, Freund. Questgegenstand erhalten. Altes Abzeichen. Kehre ins Lager zurück. Kann ich hier runterspringen oder gibt's Schaden? Können wir mal austesten. Nee, scheinbar nicht. Kein Fallschaden. Zumindest nicht aus der Höhe. Geh und hol Morat. Ich hab seinen Erinnerungsstück. Hol den Hauptmann. Jawohl. Und du? Bleib, wo du bist. Ich bleibe genau hier. Du hast also überlebt. Beeindruckend. Der Abschaum wie dich. Vielleicht sollte ich noch deutlicher werden. Vielleicht sollte ich... Warte. Was ist das da, an deinem Arm? Keine Ahnung, ein Fundstück. Dann gehört es mir. Interessant. Was? Du hast uns einen Fluch gebracht. Ergreift ihn. Zurück mit ihm. Sofort. Gib mir die Handschuhe wieder. Ich kümmere mich um das hier. Hallo. Morat, verflucht nochmal. Weg. Mit dem Gauntlet. Und die Stimme ist auch nicht mehr da. Ich muss ihn zurückholen. Ich muss Nayal finden. Vielleicht kann Finderin helfen. Hm. Oh, kurzes Vergnügen bis jetzt mit den Handschuhen. Der Sand beobachtet uns. Der Sturm verführt uns. Ah, nee. Das war die andere Seite. Das war da oben. Ja, aber jetzt komme ich da hoch, oder? Nee, schade. Schön, dass du zurück bist. Komm, wir müssen reden. Kind, ich habe gesehen, was passiert ist. Der Gauntlet, ich kenne dieses Artefakt. Frag jetzt nicht, wieso. Es ist eine Waffe. Eine mächtige Waffe. Ja. Ich habe eine Stimme gehört. Sie sprach zu mir. In meinem Kopf. Sei jetzt still und hör zu. Du musst das Artefakt zurückholen.
Morat darf es nicht bekommen. Er hat's ja schon. Diese Kraft. Wir könnten sie nutzen, um uns von ihm zu befreien. Ja, einst hatten es die Ritter von Bastengar. Vor 10 Jahren nutzten sie es, um der Königin zu trotzen, um das Volk zu retten. Aber wurden sie nicht besiegt? So ist es. Aber der Gauntlet spricht zu dir. Du musst ihn zurückholen. Er könnte uns alle retten. Morat hat sich ins obere Lager zurückgezogen. Sie waren dort auf der Suche nach Arbeitern. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Wir verlassen uns auf dich. Du lebst. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass Morat deine Leiche in der Wüste verscharrt hat. Wir müssen reden. War doch schön. Na, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Finderin schickte mich zur Arbeit ins obere Lager. Geh zu den anderen Namenlosen bei den Gräbern hinter den Zelten auf der linken Seite. Jetzt aber schnell. Ja, mal schauen. Oberes Lager. Erstmal holen wir das, was da oben liegt. Weitergehen. Abschaum. Hauptmann, wir müssen etwas tun. Die Karawane schafft es nicht weiter. Und Morat ist auf eigene Faust losgezogen. Telos verfluche ihn. Er ging zu den Höhen. Die Namenlosen sind unruhig. Es war ein Fehler. Sie streiten über die neue Route, reden untereinander. Redet doch nicht alle durcheinander. Ich muss zugeben, dass ich selbst an den Anordnungen der Königin zweifle. Warum wurden wir hierher geschickt? In die Wildnis. Meine Soldaten sind erschöpft und traumatisiert vom Angriff. Egal. Ich muss entschlossen wirken. Ein kleiner Einbruch meiner Autorität und wir werden eine Revolte erleben. Eine Revolution braut sich zusammen und ich werde gezwungen sein, sie alle zu beseitigen. Aber das wird unser Untergang sein. Diese Karawane hat bereits genug Blut vergossen. Ich werde jeden beseitigen, der diese zerbrechliche Ordnung bedroht. Bevor sie unter ihrem eigenen Wunsch zusammenbricht. Seid ihr jetzt fertig, alle durcheinander zu reden? Dankeschön. Komm schon mal mit dem Händler. Welch unwahrscheinliche Begegnung. Ich habe gesehen, was du im unteren Lager getan hast. Du hast Mut. Ich werde natürlich nicht nach deinem Namen fragen, aber es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Ah, mein Name. Natürlich. Mal sehen. Lass uns auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ich bin Händler und ich reise. Du kannst mich also den reisenden Händler nennen. Ich habe mich beim letzten Halt der Karawane angeschlossen. Kurz bevor wir in den Sturm gerieten. Das war nicht die beste Entscheidung. Ich meine, viel Geld habe ich meine nicht Waren da, ja. sind so herausragend. Dass nur ich von all den Tausenden von Händlern da draußen an die Karawane verkaufen darf. Nicht, dass es bei dieser Reise besonders gut geklappt hätte, aber trotzdem. Wo wir gerade dabei sind, brauchst du etwas von mir? Kommt drauf an, was du hast. Ausrüstung. 200, wie viel habe ich? Ah ne, 75 kostet es und ich habe 200. Okay, das können wir uns sogar leisten. Schlichte Schutzkleidung aus Elchleder, die von Namenlosen für die Aufseher ihrer Karawanen gefertigt wurden. Anlegen. Rüstungsmenü. In diesem Menü findest du deine Rüstung. Rüstungen verleihen dir verschiedene Attribute, die deine Kampffertigkeiten beeinflussen. Jetzt wird es hier so ein bisschen Looter-Shooter-mäßig hier. Ein auf Destiny, ja? Drücke X, um. Alles klar. Sogar gleich mit Helm. Also wäre es scheißegal gewesen, wie man seinen Kopf macht. Was gibt's hier noch alles? Mehrspieler, Reise. Oh. Hier gibt's aber einiges. Quests. Alle Quests, Hauptquests, Nebenquests, Bodengang, Questgegenstände, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum nördlichen Ausgang. Hier ist noch irgendwas. Versteck dich doch nicht. Wessen Idee war das? Da liegt überall Geld rum, Totengräber. Was machst du mit dieser Rüstung? Du bist ein Namenloser. Warte, willst du etwa freiwillig rausgehen?
Bist du verrückt? Ich muss gehen. Ich muss etwas wiederfinden. Es ist wichtig. Die Wache am Ausgang wird dich vielleicht durchlassen. Ach, lass mal. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber du machst einen Fehler. Auch wenn sie tot ist schon. Es ging aber schnell. War schon so eine Stunde rum. Krass. Ja, ich denke mal, für YouTube werden es wieder mehrere Parts. Weil ich werde jetzt noch eine ganze Weile streamen. Also von daher wird es mehrere Parts geben. Wenn du freiwillig da raus willst, nur zu. Stuhl? Ja, das Lager braucht Schutz. Ja, ich will nicht mehr herumsitzen. Ein namenloser weniger, um den ich mich kümmern muss. Finde Morat. Es ist immer gut, dass es wenigstens so schön leuchtet überall. Kann man es nicht so leicht übersehen. So, ich kann ja keinen Doppelsprung mehr. Höre, hör zu. Bist du? Ein Abwurf. Du kommst nicht näher. Endlos. Was ist? Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Priesterin. Hast du Morat vorbeikommen sehen? Er ist vor nicht allzu langer Zeit in diese Richtung gegangen. Und jetzt geh bitte. Was machst du hier draußen? Außerhalb des Lagers ist es nicht sicher. Für dich immer noch eure Herrlichkeit. Und es geht dich eigentlich nichts an, aber ich schreibe Notizen über diese Sonnenfinsternis. Ich muss einen Bericht für die Kommandantin, für den Hohepriester schreiben. Deine Anwesenheit vernebelt meine Gedanken, Namenloser. Na gut. Auf Wiedersehen. Krasse Rüstung. Ein Abwurf. Du kommst nicht näher. Endlos. Ja, ich hab's verstanden. Du kommst nicht näher. Ich guck trotzdem mich um. Braucht er deine Hilfe? Zeigt wenig. Anna, in gleich geht's weiter. Ja, ist ja gut. Geh näher. Höhle. Dieser furchtbare Kerl ist hier. Er hat mich. Ich kann dich hören, aber wo bist du? Es ist dunkel hier drin. Sieht man überhaupt noch was? Ja. Zurück. Wache! Erbärmlich. Das hätte ich von einem wie dir erwarten sollen. Wann lernst du's? Du bist nicht ohne Grund namenlos. Und wer vermisst schon einen weiteren toten Namenlosen? Warte. Komm zu mir. Wo bin ich? Du bist hier. Ich war... Was habe ich verlassen? Du wurdest entführt von Morat. Ich verstehe. Danke, dass du... Schattengänger. Jetzt werde ich dich beschützen. Mächtiges Phantom. Was kommt auf? Ich kann dich beschützen. Sandhaut. Drück
drücke L1, um Sandhaut zu aktivieren und Angriffe abzuwehren. Ein rotes Aufleuchten vor dem Angriff zeigt an, wann Sandhaut am besten verwendet werden soll. Okay. Eine erfolgreiche Abwehr setzt die Abwehrzeit von Sandhaut zurück, wodurch du Sandhaut direkt wiederverwenden kannst. Da! Meine Sandhaut lässt sie kristallisieren. Aber das wird nicht lange halten. System. Verstanden. Ich kann nicht glauben, dass wir überlebt haben. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Warte mal. Was bist du? Ein Geist oder etwas Ähnliches? Ich kann mich nicht erinnern, aber der Name Telos, den kenne ich. Telos, die Ordnung, die Sonne, das sagt mir etwas. Ich beginne mich zu erinnern an meine Kräfte. Später, wir müssen weiter. Sandpeitsche, die Peitsche und das Schwert, Unterdrückung und Rebellion. Die Sandpeitsche formt den Sand zu den Waffen, sowohl den Unterdrückten als auch der Unterdrücker, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Waffenmenü. In diesem Menü kannst du deine Haupt- und Nebenwaffe auswählen. Außerdem findest du hier grundlegende Informationen über jeden Waffentyp, einschließlich seiner Stärken. Drücke Dreieck, um die Sandpeitsche als Nebenwaffe auszuwählen. Das hatten wir ja schon im Tutorial. Außerdem kannst du X drücken, wenn du eine Waffe ausgewählt hast, um all ihre Kampffertigkeiten anzusehen. Oh, bitte was? Ah, jetzt sehen wir auch Kombos. Oho. Ah, das ist ein tiefgründigeres Kampfsystem, als man denkt. Hauptwaffe. Nach dem Auswählen während des Sandkleidens. Ja, da freue ich mich schon drauf. Da sehen wir auch die Werte. Reichweite, Momentum, Generation, Einschlag, Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Nice. So, wir müssen jetzt den Ausgang der Höhle finden. Aber an dieser Stelle mache ich mal eine kleine Pause. Auf Twitch geht es natürlich weiter. Und auf YouTube wird es dann wahrscheinlich eine neue Folge. Denn den Pausenscreen, den brauchen wir letztlich auf Twitch, ne? Ja, ich sag mal so, mein Ersteindruck, es gefällt mir schon mal sehr gut. Die Charaktermodelle sind, ja, okay. Ich meine, die waren auch schon so ähnlich wie bei The Search, sehen sie aus. Haben sie da vielleicht? Ah, egal. Ja, Ersteindruck finde ich gut. Macht mir bis jetzt ziemlich viel Spaß. Kommt natürlich noch einiges auf mich zu. Und ein Teil davon seht ihr dann in der nächsten Folge auf YouTube. Auf Twitch geht's nach der Pause weiter. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dran bleibt und wieder einschaltet in der nächsten Folge bei YouTube. Bis dahin, haut rein. Auf Twitch geht's gleich weiter. Nach der Pause. Bis dann.